Vor 4 Jahren sollten 8 Männer einer Videospiel-Spezialeinheit wegen geistiger Verwirrung aus dem Verkehr gezogen werden. Stattdessen brachen sie in ein Studio ein und tauchten in Düsseldorf auf. Seitdem werden sie von den Fans gejagt, aber sie helfen anderen, die es gar nicht wollen. Sie wollen durchaus ernst genommen werden, aber irgendwie tut das keiner so richtig. Also, wenn sie mal ein Spiel haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das G-Team.